Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Ja, und wir sind heute mehr oder weniger wieder unterwegs im Creators Club, beziehungsweise wir machen heute eine Lokvorstellung. Und zwar die 185601 Knight Rider von Cat Gaming. Ich hoffe, sie ist jetzt hier irgendwo zwischen. Ja, ich habe mir über eine Mod alles zusammenlegen lassen an Lokomotiven. Ist ein Ticken leichter, übersichtlicher. Ja, ihr kennt es auf jeden Fall. 185601. Mal gucken, ob wir sie auf Anhieb finden. Oder ob sie nicht geladen hat. Ich hoffe aber schon. Ja, wo ist sie denn? Freddy Fright. Nein, nein, nein. Hier. Bei Cat Gaming. Hat er gut gemacht. Also Nummer drauf geschrieben. Findet man sofort, was man sucht. Zuggesellschaft ist am Start, in dem Fall noch Knight für Knight Rider wahrscheinlich. Ich schätze mal, er konnte es nicht ausschreiben. Da hinten hat er noch sein Markenlogo, Cat Gaming CAT für Caterpillar. Nein, keine Ahnung. Ja, Caterpillar war der Hersteller von Baggern und ja, Radladern, Lokomotiven wie die V60 hat manchmal einen Motor von Caterpillar drin. Ja. Jedenfalls den Hobel hat er gebaut. Ja, was fahren wir denn heute? Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal einfach irgendwas hier. Gut. Fahren wir relativ abends. DB 85 65 Richtung Westen. 18. Mai, ja. Beginn. Und dann gucken wir mal eben hier rein, wie das Ding aussehen soll. So, der Plan zumindest. So, das ist der Hobel. Hi, hier ist mein Repaint zur 185601, dem Knight Rider von der HSL. Hoffe, es gefällt euch und ihr habt Spaß. Payware, Nahverkehrsnetz Dresden. Habt ihr einen Wunsch für einen Repaint oder Szenario? Schreibt es mir über Discord. Cat Gaming, Germany, 3822. So, das ist der Hobel. So soll er aussehen. Kurz und knapp, so sieht das Ding in echt aus. Ja, also was ich jetzt hier auf den Bildern sehe, sieht das Ding schon verdammt gut aus. Also ich bin mal gespannt, ob es gleich in echt auch so aussieht. Aber da hat er sich wieder rausgehauen. Ja, Beginn. Und das haben wir jetzt voll vergeigt. Das haben wir jetzt echt vergeigt. Also sieht das Ding bei Nacht aus. Eine Lokverschlungung in der Nacht war. Das ist doch immer nicht schlecht. Mal gucken, vielleicht haben wir noch irgendwo gleich einen hellen Bahnhof. Aber es geht eigentlich. Also man kann schon noch erkennen, was wir wo sehen wollen. Aber das haben wir jetzt natürlich richtig vergeigt. So, aber wir haben eine God-Mode, ne? God-Mode sagt Runtime Timetabling. Nein, 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 nein. Wir wollen nichts aufstellen. Ich muss mal überlegen, wie war das denn? Umgebungsvarianten. Wir haben jetzt. Wie viel haben wir heute? 18. Na, in dem Spiel. Dann machen wir hier mal den. Jetzt sagt er 23, okay. 20, 23, 05, 19. Keine Ahnung, machen wir mal 7 Uhr. Vorsicht, das wird gleich blenden. Sitze Ortszeit, Sitze Weltzeit. So. Und so sieht das Ding bei Tag aus. Ha! Ist schon eine schicke Lok. Ist schon eine schöne Lok. Also, gefällt mir gut. Könnte jetzt gleich zum absoluten Verkehrschaos führen. Ich bin mal gespannt, was wir da jetzt gerade gemacht haben, ne? So, Rüstung mal den ganzen Hobel auf. Zack, zack, zack. Zack, zack. AFB, AFB, AFB. Es regnet. Das ging aber jetzt echt flott. Okay. Was haben wir denn da? AFB ist am Start. Bremse müssen wir noch lösen. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los.
Dann brauchen wir noch einen Scheibenwischer, ne? Der war irgendwie unten rechts. Aber mit dem Regen kam jetzt echt unerwartet. Aber gut, Ausfahrt 45. Also ich denke, wir werden gleich Verkehrschaos haben. Ich weiß es aber nicht. Zugbeeinflussung. Können wir eben in die Karte gucken. Wo sind wir denn überhaupt? Irgendwo hier. Ja, sieht schon nach Verkehrschaos aus. Guckt euch das an. Hier stehen schon die Züge überall sich im Weg. Ja, ja, gut. Soll wohl so sein. Ist nicht unser Bier. Wo kommt denn jetzt das schlechte Wetter her? Mit Gewitter, mit allem drum dran. Ey, Junge, Junge, Junge. So. Ja, aber ist wirklich eine sehr, sehr schöne Lok wieder mal geworden. Ich meine, die Lackierung von Cat Gaming, die haben ja sowieso eine Besonderheit. Die sind ja wirklich extrem detailliert, ne? Da muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, klar, es gibt diese Grafikfehler wie jetzt hier die 1 oder hier die 2. Aber sie sind trotzdem sehr detailliert gemacht. Also wir haben hier unten die ganzen Beschriftungen drauf. Aber es zieht sich dann ja über die ganze Lok rüber. Also auch hier der ganze Fummel. Oh, oh. Da steht ja alles wirklich am Start, so wie es sein muss. Da muss man ihm eben lassen, ne? Also. Da ist schon wirklich klasse, was er hier fabriziert. Ja. Muss man ehrlich sagen. Deswegen weiter so. Hier oben sieht es auch alles gut von den Konturen her. Ja. Fliegen wir mal los. München, Augsburg bei Regen. Wir hatten so einen schönen Abend vorhin noch, ne? Dann sind wir jetzt mal eben eiskalt ein paar Stündchen weiter und ja. Hat er den Tag eigentlich gewechselt? Ne, hat er nicht. Hat er nicht, also das kann möglich sein, dass wir gleich eventuell die Tour nicht bis zum Ende fahren können. Wir werden es sehen. Aber wir haben eigentlich einen Durchgangszug, ne, oder? Ja. Deswegen könnte also auch gut gehen. Mal abwarten. Sie vielleicht haben wir auch. Oh, da fährt die C. Vielleicht haben wir auch nachher das Glück, dass wir wirklich wieder gutes Wetter haben. Mal abwarten. So, ich sollte vielleicht die AFB runterstellen auf 120. Ah, ist hier 40? Hier ist 40. Eieiei. Ich fahre die ganze Zeit hier. Eieieiei. Ich hoffe, wir entgleisen nicht. Ich habe ja voll gepennt. Aber wir sind hier ohne Entgleis anscheinend durchgekommen. Da ist, also. Da muss man erstmal schaffen, ne? Also. Eieieiei. Eieiei. Das war aber jetzt echt Leben am Limit. Aber irgendwie war ich ja gerade voll am Pennen. Das muss so, das muss so. Also, ihr seht, nicht nur die Lackierung ist gut von dem Hobel, sondern die ganze Radaufhängung. Also,
Man kann auch über solche Weichen preschen, das interessiert die sonst doch gar nicht. War jetzt absolut, muss ich auch sagen, war absolutes Glück. Hätte jetzt auch voll in die Hose gehen können. Oh, da habe ich ein bisschen gepennt. Hab's dann wirklich nur gerade an dem Signal oben gesehen. So. Naja, gut, kommt vor. Aber jetzt dürfen wir auch die 115 fahren. Dann sind wir in einer guten halben Stunde. Keine Ahnung, wo wir hinfahren. Irgendwo zwischen München und Augsburg, ne? ja. Ja, hier haben wir Captrain. Aber mit einem schönen gemischten Güterzug am Start. Ja. Dann wollen wir mal gucken. 160 darf man hier fahren. Wir haben 85 auf dem Tacho. Ist doch alles wunderbar. Und ab in den Nebel. Und weg ist er. Also den Link zur Lackierung findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja. Sonst müssen wir mal schauen. Denn na, Problem ist jetzt ja auch, wir haben ja eigentlich keinen 24-Stunden-Fahrplan, ne? Sondern nur 24 Stunden, aber nicht tagübergreifend, tag-nacht-übergreifend. Das ist ja das nächste. Das heißt, es kann jetzt hier wirklich richtig zu Chaos kommen. Ich bin echt mal gespannt, ob wir bis zum Ende durchkommen. Also bei den meisten Strecken geht das nicht gut. Ich meine, ich habe neulich gesehen, das dauert auch noch, bis die Folge kommt. Auf der Niedertalbahn reicht schon eine Stunde Verspätung aus, damit da gar nichts mehr geht. Deswegen. Wenn es überhaupt nur eine Stunde Verspätung war. Ich glaube, wir waren nur... Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen schlecht im Bad Wilbel weggekommen, sag ich mal, und... Ja, ich meine, ihr werdet sehen, das ist eine rangierte Dienstagsfolge mit der V60. Ich denke, die kommt gegen Ende Juni, Juli, nee, Juli oder August. Da habe ich auch irgendwie ein Easter Egg durch Zufall gefunden. Eigentlich eine coole Sache. Also es gibt da... Haben wir halt erwarten gehabt. Aber wird schon schief gehen.
Es gibt da auf jeden Fall auch irgendwie so komische Tempel in den Wäldern drin. Also irgendwie so ein Schildkröte, mit einer Schildkröte, keine Ahnung, was wofür das Ding da steht. Aber auf jeden Fall als Easter Egg, war cool. Dann wegen solchen Sachen habe ich halt nachher Verspätung gehabt. Und dann ging gar nichts mehr Zeit, also in dem einen Bahnhof. Standen sich dann 3 Züge im Weg. Und das Problem werden wir hier gleich auch haben, denke ich mal. Also würde mich wundern, wenn nicht. Auf Köln-Aachen fährt zwischen Kassel und Würzburg würde jetzt in dem Fall wahrscheinlich schon der erste Zug über ein rotes Signal fahren. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt bis zum Ende durchkommen. So. Wo befinden wir uns denn jetzt? Oh, gut. Also kommt es auch schon näher. So. Wird es auch irgendwie gutes Wetter kriegen? Boah. Wäre schon nicht schlecht. Was bringt ihr denn hier? 120? Ach, ist egal. Am besten mal die Vorankündigung für beide Gleise. Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Ja. So. So. Sie fahren. Ja, wie weit ist es noch? 35 Kilometer. Oh, geht ja jetzt relativ zügig. Ja. So. Aber gut ist, ich fahre die Strecke so selten. Ich habe fast kein Streckenkenntnis. Also jetzt, obwohl wir jetzt hier auskommen, so keine Ahnung. Sie fahren Zwangsbremsung.
gut. Also, haben wir halt auch. Juhu. 8.15 Uhr. Zur Linken sieht man schon wahrscheinlich ein Problem. Züge, die sich im Weg stehen. Aber wir kommen ja anscheinend echt noch gut durch. Also. Das ist schon nicht schlecht. Aber auch das kann sich natürlich gleich noch ändern. Eine Sache, die mich aber echt mal interessiert, falls das jemand von euch weiß, das ist die Bauform der KS-Signale. Wieso sind die Signale so von der Form her? Also zack, und dann mit dem Signal links. Welchen Hintergrund hat das? Dass man die wirklich, ich sag mal, den Mast ein Stück nach links versetzt und dann oben nach rechts geht. Also nur der obere Teil zum Gleis zugewandt ist. Ist das für Bauarbeiter, also damit die da sicherer hoch können, oder welchen Hintergedanken verfolgt man da? Weil ich hatte halt mal irgendwo gelesen, dass es nur für hohe Geschwindigkeiten als Hauptgrund gibt. Dann frage ich mich aber auch, wozu hat man so auf Streckenabschnitte, wo dann nur Tempo 40 ist, oder in Bahnhöfen, beispielsweise Duisburg Hauptbahnhof. Da werden solche Signale stehen, die auch. Und ich frage mich echt, wofür? Also wieso ist da so ein Knick drin? Warum haben die diesen Knick? Ich meine ja, nee, was jetzt hier natürlich eine Plattform für einen Mitarbeiter, sieht man ja. Aber hat man ja theoretisch auch beim normalen hinten dran nur. Aber sonst haben wir das ja hier. Hier ist so eine Seite halt, ne? Keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand von euch. Falls ja, eine Antwort dazu wäre echt cool, weil das war so unnützes Wissen, was mich mal interessieren würde. Ja. Was meint ihr? Wird das Wetter so bleiben oder wird es nachher nochmal besser? Aktuell ist es ja echt bescheiden. Einfach grau. Ich grau. Ha. Ich muss ja sagen, ich habe hier in dem Spiel deutlich mehr Regen gesehen als echt. Das ist traurig. Also das Klima hier absolut unrealistisch. Viel zu viel Regen, viel zu viel Schnee. In Deutschland ist eigentlich hier nur noch trocken. Nur ab und zu mal so ein, zwei Tage, aber echt selten. Also Regen allgemein ist selten geworden. Wenn ich so an meine Kindheit denke, das war häufiger, ne? Dann aber im Kindheit auch noch Schulzeit später, da war doch regelmäßig, sagen wir, im Herbst oder im Frühjahr, dass es Regen gab. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wann hat es das letzte Mal geregnet? Vorgestern, ja. Davor ist das bestimmt eine Woche her gewesen. Bis drei. Da hat es dann drei Tage durchgeregnet über dem Dom, oder zwei Tage.
dann hat die Sonne gescheint, wieder eine Woche. Dann hatten wir auch Sonne. Sonne. Zwischendurch mal ein bisschen Bodenfrost. Sonne, 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 Sonne. Also es ist eigentlich relativ selten. Mal bewölkt oder so, ja, das schon. Oder kalt, aber jetzt richtig Regen. Schon selten geworden. Siva. Das Signal steht da auch sehr gut. Das steht halt echt auch hinter so einem Pfeiler. Ja. Oh. Dann haben wir schon ungefähr die Hälfte unserer gemütlichen Zugfahrt bei dem mittelhaften Wetter fertig. Siva. Was ich mich auch mal interessiere, ist ja wirklich, ne? Ihr habt jetzt ja mittlerweile diesen Wahlhebel. Vom Prinzip her waren die anderen Regler, die man in den alten Loks hat, ne? Waren ja diese Ziehhebel. Ja, nichts anderes, ne? Also nur. Muss ich da. Ich bin gerade überlegen, weil die Technik, die da ja in dieser alten Diesel-Lok oder so drin ist, die steckt ja hier auch drin. So vom Prinzip her. Vielleicht nicht mehr auf mechanischer Basis, aber vom Grundsatz müsste das ja doch eigentlich die gleiche Technik sein. Hm. Also wir haben hier eine Elektronik, die dann quasi dieses Ventil, wo man sonst dran gezogen hat, hier unten irgendwo innerhalb der Lok dann überbrückt. Hm. Hm. Ja, fragt nicht. Ich bin da jetzt gerade irgendwie wieder überlegen. Man den Kram. Ah, okay. Wie das sonst so ist, ne? Aber. Ja, keine Ahnung. Ich glaube jetzt gerade Blödsinn. Also. Ja, manchmal habe ich das. So. Das habe ich nie vergessen. Eigentlich nichts, ne? So. Hochsommer.
Ach ja. Aber es ist wirklich gemütliches Fahren hier, ne? Weil auch mal so ein Problem ist bei dem Wetter, dann man wird müde. Also ich merke das jetzt schon, wir fahren jetzt knapp eine halbe Stunde. Ich werde echt müde. Das kann ja nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe dann wirklich jetzt so, dass ich müde werde. Aber immerhin fahren wir staufrei, also keine Probleme, kann gar nichts. Perfektes Durchkommen. Ich meine, wir können mal gucken, wie es jetzt hier in dieser, auf dieser Strecke aussieht. Ich bin nicht wundern, wenn wir hier ein Verkehrschaos haben. Ja, sieht man jetzt ja auch. Hier ist Chaos. So komplett, also da vorne tut sich nichts mehr. Steht einer quer, da steht einer quer. Also grundsätzlich ist eigentlich alles kaputt gemacht worden von uns. Durch diesen Zeitwechsel, ne? Davon muss man ausgehen. Siva. Siva. So. Wenn wir jetzt mal bei uns reingucken, da wird hier oben irgendwie anders sein. So, ab hier ist jetzt halt. Und zwar konsequent. Halt, halt, halt. Warum auch immer. Siva. Siva, Siva, Zwangsbremsung. Also ich glaube nicht, dass wir in den Bahnhof rein können gleich. Aber wir werden es sehen. Also es ist wirklich eine schöne Lok, muss man ja ehrlich sagen. Die gefällt mir gut. Ja.
So. Ich gehe nicht davon aus, dass wir da in den Bahnhof reinkommen werden. Aber wir werden es sehen. Das bleibt jetzt auch nicht übrig. Aber bis jetzt haben wir hier hinten. Eine Fahrstraße für uns offen, ne? Doch, haben wir jetzt. Also bis hier ist er noch am Arbeiten. Gut. Bis hier. Ab hier wird schwierig. Das Problem ist, dass der Kollege hier nicht rausfährt. Mal wetten. Ne, wir fahren hier so grundsätzlich keine Züge mehr, ne? Siva. Siva. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Notfalls mogeln wir uns da durch. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, ne? Also. Aber ich glaube, wir werden gerne im Signal verzweifeln, weil da drüben die, Züge von auch nicht ab. Normalerweise müsste es jetzt hier voll mit Zügen sein. Weil wir haben ja wirklich fast 12 Stunden vorgespult. Das war einfach nur der Zeitwechsel über die Nacht und der hat jetzt hier Chaos verursacht. Das ist leider so. Naja, was will man machen, ne? Alles in allem hoffe ich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Ja. Und wie gesagt, die Lackierung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, ne? Vielleicht schaffen wir das ja doch bis zum Ende, aber ich glaube nicht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ah, könnte aber. Ja, ne, passt nicht. Zugbeeinflussung. Ne, das war's. Das wird's wohl gewesen sein. Naja, man kann ja alles haben, ne? Zugbeeinflussung. Dann war es jetzt hier schon. Gut. Ist halt so, wie es ist. Deswegen. Habe ja gesagt, der da hinten fährt nicht aus. Bin natürlich ein bisschen weit reingekommen. So. Da
war die falsche Taste. So. Gut, Ansicht mal eben reinfliegen. Schön ist er. Dann würde ich sagen, fliegen wir einmal hier in den Bahnhof rein. Wir wären noch hier entlang gefahren. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass diese Züge da vorne noch abfahren. Von daher steht auch noch eher mit offenen Türen. Nicht einsteigen, laut Info. So. 8:40 Uhr. Vielleicht schon. Warte mal. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Slow-mo. Also ich glaube nicht, dass der abfährt, weil da müsste eigentlich der Abendzug sein. Da müssten wir jetzt wieder bis 9:30 Uhr, 10 Uhr warten. Aber wir werden es sehen. War natürlich jetzt lustig. So, 30. Und? Wie ich schon sagte, tut sich hier nichts. Slow-mo 10. Können noch mal gucken gegen Ende der Minute. Und es passiert hier einfach nichts. Ne? Von daher hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Im Abspann findet ihr dann jetzt unten links. Sorry. Unten links landet ihr dann bei der Baureihe 185. Oben landet ihr bei einem Video, das euch YouTube vorschlägt. Und in der Mitte, beziehungsweise Ticken weiter nach rechts, landet ihr dann bei, ja, Trains in World 3. Und irgendwo ist auch noch ein Icon von Bauer sein zum Abonnieren und zum Kanal und bla bla bla. Ihr kennt es schon. Und damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.